Ja, dann würde ich mal an so ein Haus rantreten. Dann vorsichtig erstmal lauschen, ob ich vielleicht was höre. Und die maraskanischen Häuser, die sind ja alle mit so, sind ja nicht massiv, die sind ja mit so Bastmatten als Wände quasi gebaut. Richtig. Dann würde ich mal versuchen, mir irgendwo eine Stelle zu suchen, wo man so eine Matte an der Seite, so ein Stück zur Seite, dass man da mal einen Blick reinwerfen kann, wenn ich nichts höre. Die Schnüre, an denen die Bastmatten nach oben gezogen worden sind, sind auch so ein bisschen faulig, gammelig. Auch hier hat sich der Tee oder der Reis leicht nach oben gekämpft, vom Feld in Richtung dieses Hauses, und die Umgebung, der Dschungel, die Natur holt sich das wieder zurück, was ihm damals genommen worden ist. Mit einer einfachen Berührung kannst du die Bastmatten zur Seite schieben und siehst dort nichts. Das Haus ist wohl geräumt. Alles, was irgendwie mal wertvoll war, hat man wohl mitgenommen. Wirkliche Wände kannst du daran ja nicht sehen. Es ist alles sehr offen. Man schläft quasi in einem großen Raum oder hat da dann seine, ja, Wertigkeit. Ja, dann drehe ich mich mal zu den anderen. Bewohnt ist dieses Dorf nicht mehr. Wollen wir die anderen Häuser noch durchsuchen? Schau den Boden genau ab. Nachher siehst du vielleicht Knochen oder so rausgucken. Das ist ein verwäscheltes Zeichen dafür, dass hier schlimme Dinge passiert sind. Sollten uns auf jeden Fall die anderen Häuser noch ansehen und schauen, ob es sicher ist. Vielleicht sind die Dörfler hier einfach auch geflohen, weil ja, es immer mehr Leute von der Kamortgarde hier gab. Das kann sein, vielleicht konnten sie einen Angriff der Garde noch zurückschlagen, aber sie waren zu wenige, um hier noch überleben zu können. Auszuschließen ist es. Naja, von was haben die hier gelebt? Die haben hier Reis angebaut, oder? Reis und Tee, so sieht es aus. Könnte ja auch sein, dass ja, werden auch Pflanzen verdorben durch die dämonischen Einflüsse? Eigentlich ja schon. Ja, werden sie. Ich glaube auch, dass diese Pflanzen hier nicht mehr ganz natürlich sind. Nicht mehr so, wie Ruhe sie geschaffen hat. Ist dort eine Pflanze in der Nähe, die sich einfach da aus mal angucken könnte? Kannst du machen. Also, je nachdem, wo du gerade bist, ich habe jetzt gerade keinen Plan, aber das sind dann nur wenige Schritte, wo du dann entweder zum Feld laufen kannst oder zu einer so einer Pflanze, die sich dann versucht hat, nach oben zu kämpfen mit den Wurzeln. Mache ich mal und schaue sie erstmal an und dann, wenn sie keine Dornen hat, werde ich die auch mal anfassen. Ja, je nachdem, wo du gerade guckst, kannst du dir verschiedene Pflanzen ansehen. Einige von ihnen weisen auch Dornen auf, aus den Ranken. Das ist für Tee und auch für, naja, eigentlich für jede Pflanze ist das sehr, sehr untypisch, weil, naja, also es gibt natürlich Ranken oder ein paar Sträucher, die Dornen haben, aber ja, sowas wie eine Wurzel, das hat überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Ich werde die mal versuchen, ein bisschen aus dem Boden rauszuheben mit meinem Effortbart. Bloß in den Boden und benutze den quasi wie so eine Pflügschaufel. Ja. Kannst mal eine Sinnschärfe probieren. Rodrigo möchte ganz gerne irgendwie so einen Schritt hinter ihm sehen oder anderthalb Schritt hinter ihm stehen und so ein bisschen den Boden beobachten. Oder irgendwas von hinten ihn vielleicht angreifen will, durch den Boden oder so. Rodrigo ist mittlerweile in diesem Dschungel hier sehr paranoid geworden. Garlan hält sich an Brendigian und schaut erstmal, was der macht, ob er abwarten will, was die da am Spielen sind, oder ob er bereits weitergehen möchte. Ich warte erstmal ab, was sie da am Spielen sind. Wenn die fertig sind, würde ich dann weiter zum nächsten Haus gehen. Ihr seid weiterhin verborgen, also steht von der Dorfmitte aus seid ihr nicht wirklich zu sehen, aber ihr fühlt euch trotzdem weiter beobachtet, gerade jetzt von dieser offenen Seite. Wenn irgendjemand im Dschungel sitzen sollte, außer euren eigenen Leuten, dann ist das, ja, wenn ihr nicht im Haus drinne seid, seid ihr zu sehen. Jetzt gerade flügt der Fadaios ein bisschen hin und her, sieht wieder. Ist das ein Finger? Nein, das muss nur eine merkwürdig gewachsene Pflanze sein. Also hier, das, na, könnte man vielleicht als Finger interpretieren, aber das könnte auch einfach eine endständige Wurzel sein. Totaler Blödsinn. Rodrigo, schau dir mal das an. Das sieht ja aus wie. Warte.
Du meintest, vielleicht wurden hier Leute vergraben. Steche ich mal mit dem Effortbart in diese fingerartige Wurzel rein. Vielleicht kommt hier Blut raus oder sowas. Eine schwarze Flüssigkeit. Blut ist das nicht. Definitiv nicht mehr natürlich. Das meinte wohl DJ auch, hat er doch gesagt, hat von wegen, wenn sie hier teilweise wohl nicht natürlich ist. Oder so. Gucken wir noch mal in den anderen Hütten, oder? Ja. Lass uns noch zwei weitere Hütten durchsuchen. Wenn wir dort nichts finden, gehen wir wieder zurück. Und Rico nickt und ja, dreht einfach da den Rücken zu, um zu Brindijam wieder zurückzukehren und das Haus in sich abzuhocken. Gerade als du die Wurzel wieder sinken lässt und ihr gemeinsam zum nächsten Haus gehen wollt, dann ja, dann gerade noch erkennen, wie ja die schwarze Flüssigkeit die Pflanze wohl wieder verschließt und die Wunde, wenn man das eine Wunde nennen kann, geheilt wird. Dann ist die Pflanze aber wieder im schwarzen, wässrigen Saft, dieser Reissaft, dieses Feldes und ja, es ist wieder in der Dunkelheit verborgen. Ja, dann schüttelt einmal in den Kopf. Versucht sich das aus dem Kopf zu schlagen und eilt hinter Brindisian her, um nicht länger hier bleiben zu müssen. Auch die nächsten Häuser sind viel zu verlassen. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen für dich, Brindijan, weil du weißt, dass die Leute genug Zeit hatten, ihre Sachen zu packen und dann weiterzuziehen. Aber ja, es ist natürlich trotzdem schade, dass dieses Dorf, die Plantage, dann aufgegeben worden ist. Aber der Grund sollte eigentlich klar sein. Wenn sich das Gebiet nach und nach verändert, ah, man nicht wirklich gegen den Dschungel ankämpfen kann, zumindest nicht, wenn er so unnatürlich nach oben wuchert, da kann man wenig gegen machen. Ja, Bruder, Schwestern, ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Lass uns umkehren. Okay. Sehen wir zu, dass wir diesen Ort hinter uns lassen. Mir ist er nicht geheuer. Dreht ihr wieder um und lauft auf dem gleichen Wege zurück über das Reisfeld hinüber zu der Stelle, aus der ihr eben gekommen seid. Und wieder habt ihr dieses unnatürliche Gefühl in eurem Bauch, dass ihr beobachtet werdet. Von etwas, was vielleicht gar nicht da ist. Ihr seid vielleicht einfach nur paranoid. Taucht ihr wieder ein in das Gebüsch, hat wohl ungefähr na, 15 Minuten gedauert. Das heißt, normalerweise müsste jetzt Vibon aktiv werden. Aber dann taucht ihr wieder durch das Gebüsch auf eure Gruppe. Ihr müsst euch kurz umsehen, wo sie sind, aber sie geben euch dann auch Zeichen, sodass ihr sie wiederfindet. Ja, dann wird erstmal hingesetzt und noch ein bisschen Päuschen gemacht, denn ja, die Exkursion war toll, aber man muss auch ein bisschen Pause machen, ansonsten kommt man nicht hin mit der Puste. Also gut, Meldung. Verlassen. Nicht mehr dort. Die Pflanzen sind von den Ungeschaffenen pervertiert zum Teil, aber das Dorf ist leer. Nickt er. Retigian, auch du darfst jetzt eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Sorry, du zeichnest hier doch die Karte. Ja, Mach hier mal einen euer Gnaden. Vermerk. Mach hier mal einen Vermerk für dieses kleine verlassene Dorf, dass hier, ja, unnatürliche Dinge vorgehen. Eine dämonische Pflanze wächst hier, glaube ich. Ja, ich werde natürlich die Karten aktualisieren. Abbrennen sollte man es. Die ganze verdammte Insel. Ja, Lan, ich glaube, du hast den nächsten Stich bekommen. Gibt dir doch auch schöne Dinge. Ja, was denn? Also diese Theaterspieler, die hier so tapfer gekämpft haben, das hat mir zugesagt. Die stehen ein für die Sachen, die ihnen wichtig sind. Interessiert mich jetzt nicht, ob die Insel gut ist oder nicht. Wir müssen weiter. Und Rigo kann sich Kannst du später sagen? ausruhen.
Ich hasse es zu sagen, aber der Währung hat recht. Brindijan, kann es sein, dass das Zeug hier liegt nach Richtung zu dem Feld bzw. Dorf erst nachts irgendwie aktiv wird, dass es sozusagen im Preisschein sich nicht traut? Die von den ungeschaffenen, pervertierten Pflanzen, die man kann keine Regel für sie aufstellen. Es kann sein, dass sie aktiv werden, aber es kann auch sein, dass sie nachts genauso da liegen wie jetzt. Ich hoffe, da wir noch nicht so weit in die verseuchten Regionen des Dschungels vorgekommen sind, dass die Pflanzen das sind, wie wir sie jetzt aussehen. Später wird sich das sicherlich ändern, wenn wir weiter in den Dschungel vorgedrungen sind. Aber es ist schwer vorher zu sagen. Meine Karten sind jetzt ungefähr 5 Jahre alt, äußert sich Sari. Wie gesagt, das sind die aktuellsten, die wir für diese Region haben. Zumindest aktuellsten vom Mittelreich. Das sind die Mitschriften von den 7 Gezeichneten. Ich glaube, dass das Almadiner Auge hat das angefertigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest habe ich hier keine Informationen darüber. Das muss neu sein. Einzeichnen von Märkten, umso mehr Leute können wir damit schützen. Ja, ich Weiß dachte nicht, eigentlich, welche. dass Maraskan auch schon tödlich genug ist. Da muss man ja nicht diese zusätzlichen Gefahren haben. Ich hätte mich sonst nicht freiwillig gemeldet. Und der gezuckt mir die Schultern. Ah, es gibt so viele Möglichkeiten zu sterben. Gefahr oder keine Gefahr, wenn es getan werden muss, dann tut man es. Fürchten kann man sich hinterher noch. Also gut, wollen wir weiter? Ja, wir wollen weiter. Los jetzt! Ich stelle mich mal, beziehungsweise ich stand ja vorhin schon bei Vibor, als ich den Bericht gegeben habe, und ich winke einfach mal so mit einer Hand vor seinen Augen entlang und gucken, wie er reagiert. Er schlägt zu. Was soll das, Bruder, Schwester? Würfel mal Intuition. Wow, was geht denn da? Vibor, Alter, was ist mit dir los? Ja, Vermutlich hat er dann seine Hand kannst für du eine einen Glücklichen. Ausweichenprobe würfeln. Also das, jetzt steht sie dir zu. Oder Raufenparade gibt es schon auch. Oder Raufenparade, das funktioniert natürlich auch, Entschuldigung. Oder Ringparade geht auch. Aber er schlägt auf alle Fälle zu. Ich weiche aus. Außerdem ist natürlich erschwert um 4, mindestens. Habe ich Ah, geschafft. springst du nach hinten und tauchst unter seiner riesigen Faust ja, in den Dschungel wieder ein. Verdammt nochmal, wir wollen jetzt los! Hör auf zu Brindisi, winken! hast du einen Sonnenstich bekommen oder was? Ah, schon gut. Ich wollte nur etwas ausprobieren. Er scheint eure Hand für eine Mücke oder so gehalten zu haben. Ihr solltet das vielleicht lassen. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht auch zuhauen würde im ersten Moment. Er dreht sich ruckartig zu dir um, hält seinen Finger in deine Richtung. Halt dein Maul, wir wollen weiter! Ja, Lana, eine Menschenkenntnisprobe. Menschenkenntnisprobe. Ja, Sekunde kommt. Alter, wie man wurdest du hier von der Überdeckt? Zecke gezwickt oder was? Wenn man nicht. Vibor, ich lasse euch ja vieles durchgehen, aber ein bisschen mehr Respekt darf es schon sein. Ich habe vor einer Minute gesagt, wir wollen weiter. Wir verschwenden hier nur Zeit. Los, komm, Dann lass uns geht. beruhigen. Wir gehen weiter. Los. Wie lange haben wir das ausgeruht, Frosty? Also jetzt von eurer kleinen Expedition hier wieder Ja, du hast zurück. gesagt, die hat eine Viertelstunde gedauert. Ja, genau, also ihr wartet eine Viertelstunde, wart ihr ungefähr in diesem Dorf, in dieser Umgebung, dann seid ihr wieder zurück über diese Reisfelder und das hat jetzt ja, weiß ich nicht, 2 Minuten, 3 Minuten gedauert, wo ihr jetzt hier in diesem Gebüsch saßt und euch unterhalten habt. Das heißt, wir haben noch keine halbe Stunde Pause gemacht oder was insgesamt, selbst die Leute, die gesessen haben. Also ihr hattet ja heute, wir haben den 9. Hesinde und ihr hattet ja schon eure Siesta, die hat 3 Stunden gedauert. Das heißt, ihr seid jetzt so, ja, also ihr könntet jetzt noch weitergehen, ohne dass es irgendeine Erschwernis gibt. Wie gesagt, am Ende, wenn es dann anfängt zu regnen, brecht ihr sowieso mal wieder ab und sucht euch einen Baum. Aber jetzt könntet ihr ohne Erschwernis Also weitergehen. ist die Pausendauer jetzt ganz normal gewesen. Einmal eine kurze Verschnaufpause war das im Endeffekt, ne? Genau, ja. Also da ist jetzt nicht so irgendwie speziell ein Aufbau von Erschöpfung oder sowas. Alles ganz okay. Genau. Und Rico hebt seinen
Hild macht sein Schild vom Arm ab, macht das Schild wieder hinten am Rucksack dran. Beim Landen will nämlich die Arme frei haben. Und ja, setzt den Rucksack auf den Rücken. Was kommt, packt eure Sachen, weiter geht's. Ihr habt gehört. Los, Miriam, auf die Beine, wir müssen. Ihr zieht wieder weiter und ja, mit den weiteren Wegen, die ihr in die richtige Richtung lauft. Ist es die richtige Richtung? Und DJ hat schon lange seinen Diskus nicht mehr benutzt. Wann muss man den benutzen? Zumindest ist er der festen Überzeugung zu wissen, wo es lang geht. Ihr umrundet einmal die Plantage. Auf der anderen Seite taucht ihr dann wieder hinein. Hinter euch ist die Plantage dann wieder verschwunden. Ihr könnt nur noch das rote Licht der Bäume sehen. Aber die Bäume verändern sich. Mit jedem Schritt, den ihr geht, könnt ihr es nach und nach bemerken. Mal, es ist eine pulsierende Liane, die sich um einen Stamm gelegt hat und sich nach oben windet. Dann könnt ihr sehen, wie, ja, schwarzer Pflanzensaft nach oben gepumpt wird durch die Adern dieser Bäume. Sind das Adern? Naja, Wurzeln. Adern wäre dort etwas übertrieben. Mehr und mehr Pilze, die hier auf den Stämmen wachsen und komisches Sekret, was die Bäume nach unten läuft oder nach oben wächst. Sie sind schimmrig, schmierig. Aus den Blättern wachsen weitere Dornen. Teilweise halten sie auch euch fest, wenn ihr dann wieder durch tiefes Dorn nicht hindurch müsst und dich abkniet, wie ihr es die anderen Tage schon einmal getan habt. Und die Reise wird weiter massiv erschwert. Eine Fingerfertigkeitsprobe. Ihr kennt das Spiel. Aber nach, ob ich Glück habe, ich würde Glück einsetzen auch. Jetzt kommt der Patzer. Wow. Es lohnt. Trotzdem so. Gut. Schicksalspunkt habe ich auch keinen mehr. 1W6 SP. Keine TP, SP. Ja, zwei, das geht auch. Das Wird ja geht auch. immer schlimmer. Ja, wie gesagt, ihr bleibt weiter an den Dornen hängen. Eure Rüstung wird aufgerissen. Die Rucksäcke werden weiter beschädigt. Teilweise stechen die Lianen auch durch den Rucksack hindurch und halten euch fest. Wirklich, ihr habt das Gefühl, als ob sie euch aktiv festhalten würden, aber das kann ja gar nicht sein. Pflanzen leben zwar, vielleicht sagt das der ein oder andere Sinnegeweihte mal, aber dass sie wirklich aktiv handeln können, das ist doch eher etwas für Märchen. Wie reagiert denn Grindigian so auf die Pflanzen, die seinen Rucksack fressen wollen? Auf jeden Fall auch ein bisschen, naja, überrascht. Ich weiche auf jeden Fall dem Ganzen auch aus. Du merkst, dass ich mich ja vermutlich auch nicht mehr sonderlich wohlfühle, so wie es noch vor vielleicht 2 Tagen war. Ja, dann würde Rodrigo, wenn er so bemerkt, auch sozusagen seine Axt nehmen und einfach die Lianen, die sozusagen da irgendwo festhängen, an ihm sozusagen immer sozusagen an der langen Stelle erstmal abschneiden, um sie dann besser loswerden zu können. Und dann weniger Rücksicht auf anscheinend Zars oder auch vielleicht nicht mehr Zars Geschenke, die man hier sieht, zu nehmen. Nach vielleicht einer weiteren Stunde, ihr seid gerade fertig geworden, habt euch gerade wieder abgekniet, um zu warten, die anderen müssen nachkommen, könnt ihr sehen, dass... da fehlt doch einer. Habt ihr jemanden verloren? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Immer in Schützenreihe oder im Schützenrudel? Naja, das, ihr wolltet die Schützenreihe machen, aber Hock meldet, dass er wohl nicht mitbekommen hat, dass plötzlich Viborn fehlte. Okay. Sammeln und durchzählen. Geht das nach vorne weiter. Ich klopfe mir auf die Schulter. Nach vorne weitergehen. Wir sammeln uns jetzt alle hier bei mir und zählen durch. Es könnte sein, dass einer fehlt. Weitergehen nach vorne. Willen wissen, Willen. Tut mir leid, mein Herr. Ok, ganz hinten. Nee, Viborn war eigentlich hinter mir. Ich hätte das ja mitbekommen. Er hat auch nichts gesagt, nach dem Motto, ich muss langsamer werden. Weiß Gut, nicht, wo er ist. durchzählen. Wir zählen durch und dann fällt auf, dass Vibon wahrscheinlich fehlt. Oder? Fehlt So noch ist mehr. es. Viborn ist nicht da. Ach du Scheiße. Ist wahrscheinlich Aber... etwas unvorsichtig geworden. Ja, der konnte es ja nicht schnell genug gehen, dem alten Haudegen. vielleicht hat ihn der Hitzschlag geholt. Was habt ihr vor, Rodrigo? Ich schaue so zu Brandijan. Brandijan, ist es gut, wenn wir zurückgehen und nach ihm suchen? Wie lange sind wir jetzt gegangen seit dieser Plantage? Seit dieser Plantage? Eine Stunde, vielleicht anderthalb. Wir sind noch nicht weit gegangen. Ich denke, wir sollten den Weg nochmal zurückgehen, wenn er sich nicht irgendwo abseits
unseres Weges in den Dschungel geschlagen hat, könnten wir ihn noch finden. Irgendetwas kommt auf euch zu. Und dann könnt ihr sehen, wie Magnus anfängt zu bellen und ins Gebüsch läuft. Er ist weg. Was? Ah, ich hatte ihn ja an alleine, ne? Ist gerade verrottet. Beziehungsweise du kannst sehen, wie das eine Ende der Liane, nein, Liane ist es nicht, weil das ist ja eine richtig stabile Leine, die geholt, sie ist einfach gerissen. Erhebe mich mal. Ist er in die Halt dein Richtung? Maul! Wir haben ihn gefunden. Oder Magnus hat ihn gefunden. Magnus kommt wieder zu euch angerannt. Hast du mich erschreckt. Gut gemacht, Kleiner. Versuche ich ihn zu streicheln. Ja, man schaut mal in die Richtung, wo das, wo der Lärm herkam. Ob da unser Viborn ankommt. Kommt er nicht? Niburn! Ja, er! Wo seid ihr? Die Schützenreihe ist marschiert, Chef. Brindisi, holt Ei, rein. gute Arbeit. Dann könnt ihr es wieder rascheln hören und aus der Richtung, wo Magnus eben ja, hingelaufen ist. Du, Ephadaios, wolltest ihn gerade auf den Arm nehmen, aber er reagierte nicht, hat er dich angeknufft und läuft dann an Viborn wieder vorbei. Einfach durch das Gebüsch, aus dem er gerade kommt, an ihm vorbei und ist wieder weg. Ihr könnt es sehen, Viborn hat euch wohl gerade eben nicht ganz. Ja, er kommt zwar in die Richtung, aus der er eben gerufen wurde, aber viel zu spät, wie er euch da sieht. Und dann nickt. Sein Gesicht ist unglaublich verschrammt. Ihr könnt sehen, wie seine Wange blutet, sein Bart aufgerissen ist. Aber dann bemerkt er euch und nickt euch zu. Also gut, weiter. Magnus hat da irgendwas gefunden. Wieso siehst du denn so zugerichtet aus, Vivon? Pflanzen, verdammt. Ja, Kontrollier deinen scheiß Hund und dann ziehen wir weiter. Ja, ich Kannst ihn auch jaul hier ihn. lassen, ist mir egal. Ja, Ja, einen einen Moment. Moment. Sieht Viborn aus? Wir kümmern uns sofort darum, sagt Rodrigo zum 2O, ohne 2O zu sagen, und nickt Richtung Ephordaios zu, dass er ihn anscheinend begleitet mit der einen Hand an die Axt. Und ja, mit Ephordaios in die Richtung geht, wo der Hund wohl verschwunden ist. Du leidest ja richtig unter diesem Wetter, Jalan, aber so wie Viborn aussieht, der Mann muss als Alanfaner normalerweise an die Hitze gewöhnt sein, aber ihm steht der Schweiß und sein Gesicht ist auch ziemlich bleich, auch gerade dafür, dass seine Haut ziemlich dunkel ist, aber du könntest dir vorstellen, dass er jeden Moment zusammenklappt. Steht da aber, guckt dich an, guckt an dir vorbei und wartet darauf, dass Brindijan weitergeht. Ich nutze erstmal die Gelegenheit, dass wir hier gerade stillstehen, stütze mich auf mein Schwert, um ein wenig Luft zu holen. Niburn, ihr seht nicht gut aus. Vielleicht solltet ihr euch von, Halt dein Maul, habe ich gesagt. Ich habe euch gerade eben bereits gesagt, dass ich es nicht schätze, wenn ihr so mit mir rumspringt. Interessiert mich nicht. Wir gehen weiter. Wir können uns nachher darum kümmern, nachdem es geregnet hat. Also gut, warten wir auf Rodrigo. Krummelt so ein bisschen in sein Bart. Und der Vardaios und dann ziehen wir weiter. Schaut er auffordernd in Richtung von Brindigian. Derweil stürmen die anderen. Oder gehen vorsichtig in die Richtung, in die Magnus gerade gelaufen ist und aus der wohl Viborn kam. Und Rodrigo geht langsam, weil er muss ja auch immer wieder zwischendurch das Unterholz ein klein bisschen hier und da weghacken. Schnell zu gehen, hat er schon gemerkt, ist im Dschungel einfach nicht gut. Ja, für daraus nutzt das Haumesser, was zur Standardausrüstung gehört. Und Magnus, wo bist du? Pass auf hier. Hier sind überall Stacheln. Dann kannst du. Ja, was hat er für eine Farbe? Weiß, ne? Ja. Kannst du das weiße Fell von ihm sehen, wie er da in einem roten Gebüsch, im roten Farn fast verborgen ist, weil er nicht irgendwas was frisst. Und dann kannst du Aus, sehen, Magnus! Aus! ein schwarzer Körper, behaart, liegt dort unten. Ist das einer von diesen Katzen? Du trittst näher an deinen Hund heran und siehst, wie Magnus an einem Parder frisst. Der Parder selbst liegt tot, einfach in diesem Farn. Aber du hast diese Tiere noch nie gesehen, trotzdem sind sie mit den Katzen verwandt. So sollte eine Katze nicht aussehen. Sie haben keine Eckzähne, sondern Mandibeln einer Spinne und das Tier hat 8 Augen. Oh, Mann, lass das. Oh.
Ich versuche ihn auch gegen seinen Willen hochzuheben. Das Ding ist, das kann nicht gut schmecken. Lass das. Siehst die blutende, ja, ehemals weiße Schnauze von Magnus. Ja, was? Was? Ich sehe die Schnauze von ihm, ja. Ja, wie er dich anguckt. Knurrt leicht. Ich glaube, der Kleine hat wirklich Hunger auf Fleisch. Ja, Ja, doch schau ich genauso mir wie mal wir, so dieses Ding kleines an. Ding. Wir haben doch die letzten 3 Tage nichts gegessen, wegen dieser komischen Knolle-Wurzel da, die wir gestern haben, die Argan-Nuss oder so. Und ich weiß nicht, hat der Kleine inzwischen irgendwie Fleisch von dir bekommen? Stimmt, am Anfang hast du noch Ja, was Fleisch essen gegeben, aber. gestern das letzte Mal, aber da sind mir dann die Fischüberreste ausgegangen. Okay, Magnus, ich hau dir hier sein Bein ab, aber boah, ey, alles, was hier nach Spinne aussieht, wirst du nicht essen. Dann will ich dem, wie ist das, Prada? Wie gesagt, so ein Mein. Puma, Panther, hier wird er wohl Parda genannt. Das ist wohl ein maraskanischer Dialekt. Möchte ich dem seine, einen Hinterlauf abschlagen. Ja, du schlägst einmal, es knackt mehrere Male durch das zarte Muskelfleisch hindurch und dann hast du da so einen, ja, Hinterlauf von dem Parda in der Hand. Kannst es dann Magnus in die Schnauze geben und der lauft dann, schüttelt ab und zu wieder seinen Kopf und bleibt vielleicht das ein oder andere Mal dann an so einem Gebüsch hängen, läuft dann aber wieder zurück in die andere Richtung, weiß intuitiv, wo die Schützenreihe auf euch wartet. Vielleicht solltest du das in die Richtung zu dem zu Magnus und zu Ephodais nochmal da dieses Halsding da verknoten, dieses Lederband. Das scheint ja hier alles kaputt zu gehen irgendwie. Ich glaube, ich lasse mir von Magister Brindigian einmal zeigen, wie man hier aus einer Liane oder so sowas anfertigen kann. Ja, auch gut. Das kommen wir zurück, sonst wird Nibon noch saurer. Der scheint momentan ziemlich schlecht drauf zu sein. Glaube ich auch. Ich werde mal mit Hock den Platz tauschen. Mach Oder das, mach das. willst du mit Hock den Platz tauschen, der ist mal im Auge behalten? Nee, der Vivon kann mir gestohlen bleiben. Nee. Hab du mal lieber ein Auge auf den. Okay. Ja, so geht wieder und so geht Rodrigo zur Schützenreihe zurück, geht auf Hock zu. Hock, du übernimmst meinen Platz da in der Mitte, ich übernehme den Platz hier. Danke, Leutnant. Das ist mir wesentlich lieber. Also nicht nur wegen Fieber, sondern allgemein. Dann, wenn irgendwas kommt und frisst, dann fängt es ja mal hinten an. Kein Ding. Rodrigo, verliert ihr nicht. Rodrigo nickt dir zu. Wir sind bereit, los. Es wurde gesagt, wir sollen weiter marschieren. Alles klar. An Brindisian führt uns an. Gut, Und ihr dann lass lasst uns natürlich so ein weitergehen. Auge auf Viborn, dass der sozusagen nicht verloren geht. Genau, einfach da ist auf Magnus, der nicht, weil er mal an seiner Keule kauen möchte, zu lange zurückfällt oder zu weit zurückfällt.